ihr gelitten? Also ich habe definitiv nichts mitgenommen gerade hier. Ah, okay, vielleicht bin ich mit dem Heck an dem Schild hängen geblieben. Das kann natürlich, das weiß ich nicht. Weil Heck schwenkt auf. Habe ich gerade gelispelt? Alter, Heck schwenkt aus. Nicht schwenkt aus. So, 6:25 nach links. Quietsch. Lidl lohnt sich. So, Ampel ist grün, weiter geht's. Ach, Kollege, X1. Ja, da fehlt auch die Zielbeschilderung. Ach, hm. Ich hab keinen Plan, was da los ist. Ist das hier Parkstreifen oder zweite Spur? Ah, ne, ist ein Parkstreifen, oder? Das sind dicke Streifen. Huch. Jahnstraße. Oder ist das eine Busspur? Nee, auch nicht. Na, die sehen nicht so aus, als würden die bei mir mitwollen. Nö. Dann fahren wir weiter. Alter, der Rückspiegel war ab. Noch ein Citaro ohne Dings. Oh nein, Kopfsteinpflaster. Ach, da sind wir. Na, von da wird wohl nichts kommen, oder? Hier will keiner mit und will auch keiner raus. Hätten wir uns die Schleife auch sparen können, aber das weiß man ja vorher nicht, ne? Hätte ja durchaus sein können, dass hier einer einsteigen möchte. Oh Gott, ich hasse Kopfsteinpflaster. Hier ist rechts von links, oder? Aber da kommt keiner. Das wird eng. Oh, 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 oh. Ah, passt aber.
Achso, von hier hätte auch gar nichts kommen können. Ja, fährt die X10. Na, Gaming Willy Halloween, der probiert bestimmt auch irgendwas mit dem Euro Truck Simulator 2 aus, ne? So oft wie er das Spiel gerade startet. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Das ist immer, ne, wenn die Leute, wenn die Leute bei Steam ihren Namen ändern und am besten möglich das Profilbild auch noch, dann weiß man immer nicht, wer ist denn das jetzt? Ach komm schon, werd grün. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich die hier rechts neben mir nicht touchiere. So, jetzt weiß ich nicht. Ich glaube, ich muss rechts. Oh. Nee, geradeaus. Oh, ist grün. Es ist ja mal was ganz Neues in Omsi, dass hier meine Ampel grün ist. Nicht drängeln, jeder kommt ran. Ach, der will eine Fahrkarte. Einmal normal, bitte. Mal war hier, ne? Ja. So, das gibt dann 60 Cent zurück. Dankeschön. Bitteschön. Ich will einmal eben gucken, ob das hinkommt. Verspätung 0-0, tatsächlich. Ich dachte erst, das Display wäre kaputt, aber wir sind tatsächlich pünktlich. Das finde ich gut. So, irgendwo hatte ich hier auch was zu trinken. Ja, hier. Blub. Ja. Klick, klack, klick, klack, klick, klack, klick, klack. So, grün ist es. Die Tante ist auch rüber, über der Ampel. Sechs, 25 geradeaus. Kanada Allee. Hat der hier geparkt? Ich fass es ja nicht. So viele Parkplätze hier rechts, ne? Und der parkt auf der Straße. Was stimmt denn mit ihm nicht?
vermute links. Ja. Ah, dieser dämliche Türflügel, ne? So, links wäre frei, rechts sieht, glaube ich, auch ganz gut aus. Ja. Oh, hier ist die Ampel außer Betrieb, oder was? Ja, was ist hier los? Alles noch Bauland oder was? Sieht so aus. Warte mal, wenn da Plus steht, sind wir doch zu früh, ne? Ne, doch nicht. Ah, das ist wahrscheinlich busabhängig und nicht mapabhängig. Ja, also bei Plus sind wir doch verspätet. Wie es sich gehört. Anne-Frank-Schule. Ich sehe die nicht. Achso, okay. Noch 3 Haltestellen, glaube ich, bis zu unserem Ziel. Und dann haben wir es geschafft. Den Manfred nehmen wir aber noch mit. Komm schnell weg von den genmanipulierten Sonnenblumen, weil die sehen alle sehr identisch aus. Ja, schön ist die Gegend hier nicht, so muss man ja sagen. Vielleicht sollte ich mir das nochmal überlegen, ob ich mal nach Berlin fahre. Wobei das ja hier jetzt nicht wirklich Berlin ist. Das ist ja Teltow. Aber, ja. Oh ne, hier will keiner mit und will auch keiner raus. Geht's direkt weiter. Übrigens hat anscheinend nicht nur Gladbeck das Problem, dass man gerne mal auf endende Straßen schaut, die auf einmal in einer platten Baumreihe enden, sondern Berlin X10 hat dieses Problem auch manchmal. Sind wir fair und schimpfen auch mal über andere Maps. Straße, Kita. So, hier ist mit Sicherheit rechts oder links, aber es kommt keiner, das ist gut. Oh, hier möchten Leute aussteigen. Na, das hier ist irgendwie so ein typisches Neubaugebiet, ne? So Postviertel, ja. Postviertel Paul-Linke-Straße. Manu, ich glaube, ich bin irgendwie über den Bordstein gefahren gerade. Thank you.
Ja, was sagt unser Dings hier? Bus endet hier. Ja. Stimmt. Wenn ich jetzt wieder Q drücken würde, dann würde es weitergehen, denke ich mal. Ja. Scheiß drauf, ich bleib hier jetzt einfach stehen, mach mal den Motor aus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Wenn ja, gebt den Daumen nach oben, schreibt Kommentare. Schreibt mir vielleicht mal, wenn ihr den Bus selber gefahren seid, ob er euch gefällt. Ja. Und ich sag tschüss, winke, winke und bye bye.